diese seltsame Oper von Wagner, Parsival, die ursprünglich nur in Bayreuth vorgeführt werden durfte, ja, geheim gehalten wurde quasi und jetzt immer öfter wiederholt wird, ja. Bevor die sozusagen entstand, hatte Wagner einen ganz anderen Parsival komponiert. Ja, Wagner hat ja von der wirklichen Parsival, ist ja keine Legende, sondern Parsival ist ja ein historischer Fakt, eigentlich sehr viel gewusst. Das sieht man auch an der Namenswahl. Er nennt seine Mutter ja auch Herzeloide. Die wirkliche Parsival-Mutter war Adelaide von Toulouse, ja. Und die Schwester, die in Wirklichkeit eine Tante war, aber jedenfalls diese Funktion der Schwester hat. Esclamonde wiederum, ja, Esclamonde. Bei Ornemanns und so weiter, bei König Artus wieder eine Rolle spielt. Moment, und deren, also König Artus gehört nicht zum historischen Parsival, so, sondern ist 700 Jahre vorher. Aber Tristan ist sozusagen Tristan Cousin von Parsival, also Lohengrin, ja, ist ja ganz offenkundig der... Eine Legende, eine Fantasiefigur. Ja, aber ich meine, er könnte seinen Vater Parsival besucht haben. Ja. Parsival hat einen Sohn gehabt, der, Parsival hieß ja eigentlich nicht Parsival, sondern Trencavel, und der Sohn hieß auch Trencavel. Und das ist, sind die Vizegrafen von Carcassonne, und das sind durchaus historische Figuren, die von einer bestimmten Zeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gelebt haben. Parsival stirbt durch Verrat 1209 im Gefängnis des Simon de Montfort. Ach so, der ist ein Katharer gewissermaßen. Er ist ein Sympathisant der Katharer. Das heißt, er duldet in seinem Herrschaftsbereich Languedoc, Carcassonne, die Ausbreitung dieser von der katholischen Kirche verfemten Sekte der Katharer. Und was für eine Droge ist in diesem Gefäß, das als Gralsgefäß bei Wagner vorkommt, woraus diese Ritter alle trinken und wie Besoffene dann ja, singen? Also der Gral als Gefäß ist auch eine Legendenbildung. Ist das Blut Christi? Der Gral ist älter als das Christentum. Das heißt, der Gral ist wahrscheinlich überhaupt kein physisches Objekt, sondern das geheime Getränk da drin. Es ist das geheime Wissen über den Ursprung der Welt. Ja, und man hat dann das Gefäß, und weil man ja sich das nicht vorstellen kann, ein Wissen, ja, hat man es sozusagen in ein Gefäß hineingedacht, ja, und dieses Gefäß leuchtet, bei Eschenbach heißt es dann Lapis Exilis oder Lapis Exilis, der Stein, der vom Himmel kommt, ja. Aber das sind alles Meteor auf Erden, ja. Alles Legenden, ja. Denn wir wissen bis heute nicht, was der Gral war und ist. Aber die Nationalsozialisten haben im letzten Moment, ja, 1944 anfangend, geforscht, ob nicht dort irgendein Geheimnis liegt, mit dem man den Endsieg noch erringen könnte. Die Nazis haben bereits 1934 angefangen zu forschen, haben Otto Rahn ins Languedoc geschickt. Was der dort gefunden hat, weiß man nicht. Jedenfalls hat er das berühmte Buch Der Kreuzzug gegen den Gral geschrieben. Aber hätte das gegen Roosevelt und gegen die Sowjetunion irgendwas ausgemacht? Hätte das die Rote Armee aufhalten können? Das heißt, ein solches gleißendes Gefäß, davon spricht der Gralsforscher Rahn schon nicht mehr. Ja, das heißt, dieses Gefäß ist eine reine romantische Legendenbildung. Aber in der Alpenfestung hätte man doch mit Hilfe eines solchen Explosivgeschosses wie es ist ja Gralsgefäßes, ja, wenn es das gegeben, in die Luft sprengen können. Wenn es das gegeben, die Drohung hätte genügt, ja. Wenn es das gegeben hätte, ja, ist es überhaupt nie gefunden worden. Es ist nie nachgewiesen worden, dass es existiert hat. So, ja. Soweit Sie als Opernsänger aber, und als Historiker. Aber jetzt, Wagner hat ja angenommen, dass es das gibt. Ja? Und hat ihm auch alchemistische Kräfte zugesprochen. Gut, Wagner ist ein Opernkomponist und hat durchaus das Recht. Musikdramatiker. Musikdramatiker. Oper hat das Recht. Schändlichen Ausdruck. Gut. Ich bin kein Wagner-Liebhaber. Aber Sie singen ihn. Wie können Sie als jemand, der sozusagen diese Strapazen auf sich nimmt, der sozusagen so viel Puste verquast, Moment, die an einem dreistündigen Parsivalabend, ja? Wie können Sie sagen, Sie distanzieren sich? Von Wagner als
Historienforscher, was den Stoff anbegeht. Aber als Klangschöpfer? Als Klangschöpfer akzeptiere ich ihn und singe die Partitur Parsifal, wie viele andere Wagner-Opern auch, mit größtem Vergnügen. Verschwörer sind tätig, betrinken sich mit irgendwelchen Drogen, ja, und verfolgen eine einzelne Frau, die Kundry, weil die gelacht hat bei der dem Umzug Christi. Ungerecht, bis in die Knochen. Ja, ja, und er vermischt auch kühn und wild mehrere Legenden, die in der Zeit virulent waren. Unter anderem die König Artus-Sage, die Ritter der 12 Tafelrunde, als wir in Parsifal. Und hetzt gegen die Araber, den Klingsor. Ja, ja, alles, was jenseits der Pyrenäen arabisch da droht, ja, das kriegt die schlechtesten, die dissonantesten Musiktöne. Ja, ja, ja. Und bedroht sozusagen diese armen Freikorpskämpfer, ja, die da hier ihr Ende erleben, ja, im dritten Akt. Aber, ja, vorher hat er etwas anderes geschrieben. Das knüpft an das, was Sie doch lieben, ja, an Parsifal. Ja, ich sagte ja schon, er war durchaus kundig. Deswegen nehme ich ihm ja auch so übel, dass er trotz der Kundigkeit einen solchen inhaltlichen Senf verzapft. Da gibt es eine zweite Oper von Wagner und die fängt an mit Feirefitz, dem Sohn des Vaters von Parsifal. Ja, wie ein Zebra, wie ein Zebra gestreift war, weil er halb schwarzer und halb weißer war. Ja, ein wunderbarer Fürst. Ja, ja, ein wunderbarer Fürst, aber eine reine Legendenfigur. Zog über Chur nach Konstanz, ergriff die Macht im Deutschen Reich. Ja, ein wunderbarer Fürst von Palermo, Feirefitz. Ja. Und der hat einen Bruder namens Parsifal. Ja, ja, das ist alles unhistorisch, das ist alles Quatsch. Das macht doch nichts, aber Oper von Wagner. Ja, ist Oper heiliges von Wagner. Gut von Bayreuth. Ja, heiliges Gut von Bayreuth. Und hat noch ein paar Musikstellen, die in diesem üblicherweise vorgeführten Parsifal gar nicht vorkommen. Stimmt. Bloß in dieser Feirefitz, der ja eine hochinteressante Figur ist, ja, und ob er nun Bruder von Parsifal so eingebettet ist oder nicht, ja, denn ich sagte ja schon, auch Parsifal ist in dieser Form im restlichen Abendland ja gar nicht aufgetreten. Er hatte ein sehr kurzes Leben in Südwestfrankreich und damit hatte es sich. Was ist die Pointe jetzt von diesem frühen Wagner, ja, das kein Weihefestspiel war, sondern eine richtige gediegene Oper? Ja. Pampig, zur gleichen Zeit wie Fliegende Holländer geschrieben. Ja. Hitler liebte diese Oper mehr als diesen Parsifal, den er für verdächtig hielt. Ja, ja, nun, es war nicht so sehr Hitler, sondern es war ja vor allem Himmler, der diesen Mythos versuchte zu annektieren. Deswegen wurde ja Otto Rahn schon sehr früh dorthin geschickt, weil die SS natürlich an einem hochgehobenen Mythos interessiert war und in diesen Gralsrittern. Mythos, verstehen Sie? Ja, es ist ja so, keine Waffe, keine V2, keine Artillerie ist so mächtig wie ein Mythos. Ja. Ja, der Mythos schießt. Der Mythos herrscht. Er muss nicht mal schießen. Ja, das ist das Wesen des Mythos ist, dass er eine Eigenmacht entwickelt. Zaubert. Zaubert. Und deswegen hat Hitler ja auch den Gralssaal, den sogenannten Takt, versucht nachzubauen, diesen Rundbau in der Wewelsburg. Ja. Er hat seinen Leuten diese langen weißen Gewänder verpasst und sie, wie er sich das vorstellt, als Gralsritter aussehen zu lassen. Die SS war eben daran interessiert, von diesem Schlägertrupp Nimbus wegzukommen und sozusagen sich zu überhöhen. Zu heiligen. Und jetzt hätte man den Zweiten Weltkrieg auf diese Weise gewinnen können? Mit der Hilfe des Grals? Nein, weil es den Gral nicht gab. Aber warum gibt es den nicht, wenn es doch die Oper von Wagner gibt? Die Oper von Wagner gibt es, deswegen wird der Gral nicht existent in einer weltpolitischen Auseinandersetzung wie der Zweite Weltkrieg. Hätte man durch Beschallung der Oderfront, durch Wagner-Melodien, hätte man da den Sieg erringen können über die Rote Armee? Hat ja nicht mal bei Apokalypse Now funktioniert. Ich weiß nicht, wie die Russen darauf reagiert hätten. Sie singen ja jetzt von Nono, ein längeres Opernopuskel. Ja. Und das enthält nur die Beuteliste des Kreuzzugs von 1204.
Ja? Also was die Westler, ja, die Ritter, ja, dort illegitim, ja, durch Plünderung von Byzanz an sich bringen. Ja. Ja, das wird aufgezählt, so als sei es eine Reklame für Sotheby. Ja, ich kann diese Oper auch nicht, also vom Inhaltlichen nicht viel abgewinnen. Die schönsten Melodien. Ja? Wunderbare Melodien. Aber es sind nur Preise und Gegenstände. Ja, ja, genau. Ich meine, ich kann eben auch das Telefonbuch absingen, wenn ich schöne Melodien reinstecke. Oder eben den Katalog von Sotheby. Hier spielt sozusagen dieser ungeheure Nimbus, den dieser geraubte Schatz aus Konstantinopel hat, der sich dann übers Abendland verteilt. Der Meister hat sich natürlich Venedig unter den Nagel gerissen. Jetzt Michael Scott, ja, hat jetzt eine Oper gemacht, 2004. Ja, die geht über die Schiffsversammlung, ja, also den Urtext, aus dem die Ilias von Homer entstand. Ja, da wird aufgezählt, welche Schiffe der Griechen wie ausgerüstet nach Troja ausfahren. Ja, mehr ist es nicht. Es ist eigentlich eine statistische Bilanz. Mhm. Ja. Und trotzdem die herrlichsten Melodien. Ja. Man geht von der Handlung weg. Ja. Man geht zur Bilanz hin, zur Buchhaltung hin. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, warum man, wenn man sowieso Melodie und Text voneinander unabhängig gestaltet, warum man dann nicht sozusagen sich enger an die Historie an, die ja nicht, weiß Gott, nicht langweilig ist und weiß Gott, voll mit Aktionen ist, der abenteuerlichsten Art. Ja. Warum werden dann eigentlich relativ langweilige Geschichten erfunden, die dann dazu nicht stimmen, ja? Aber Verwandtschaftsverhältnisse werden ja schon in der Bibel berichtet, ja? Wie also Isaac und so weiter, alle zusammenhängen bis zu Jesus, ja? Das ist ja eine lange Aufzählung, ja? Und das ist ja musikalisch darstellbar. Ja. Ja? Genealogie, ja? Wäre das die neueste Form der Oper? Es ist eine mögliche Opernform, denn ich meine, Genealogie ist ja ohne Musik eigentlich schwer verdaulich. Ja. Die neueste Oper, die ich kenne und die Sie gesungen haben in New York, ist ja die Aufeinanderfolge der amerikanischen Präsidenten. Ja? Jeder Amerikaner kennt das aus der Schule. Mhm. Ja? Bei den bekannten Präsidenten kommt Ovationen auf. Ja. Ja, nicht? Und jetzt wird sozusagen mit Musik dies 3,5-stündig aufgezählt. Mhm. Ja? Ist das eine moderne Form der Oper? Ja, aber ich bin nicht glücklich über diesen Weg, wenn er denn beibehalten würde. Ich fände, wir sollten wirklich mal die Geschichte der Menschheit, soweit sie uns aus Quellen und aus Archiven und aus Dokumenten bekannt ist, aufarbeiten, ohne Fantasy hineinzubringen, weil sie ja so ungeheuer spannend ist. Und dann von 25.000 Jahren vor Christus anfangend erzählt man jede Station, ja, in Form einer Oper. Ja, nicht? Das heißt, die Oper ist das Inhaltsverzeichnis der Menschheitsgeschichte. Das wäre eine Möglichkeit, ja.